Diese Band wurde mir vor kurzem in einem Video empfohlen und ich muss wirklich sagen, sie haben mich direkt gepackt. Denn es geht um das Projekt Suizid. Wenn du also auf schönen Raw Black Metal stehst, dann bist du auf jeden Fall bei dieser Band richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du von diesem Song hältst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Also ich mache jetzt mal eine Bandempfehlung. So, ne, habe ich ja sonst immer Offstream gemacht. Das mache ich jetzt das heute erstmal im Stream. Ich lasse aber das hier extra... Also, ne, ich lasse das weggeblendet, weil es geht, also das Artwork ist halt einfach schwierig, so. Es geht um die Band Suizid. Die Band habe ich über das DSBM-Video vom, Sanctuary Solitaire oder so? Ich bin mir leider nicht mehr sicher, also der Jason, der hat die Band vorgestellt und ich dachte mir so, boah, da muss ich mal reinhören und fand ich schon echt sehr, sehr geil, muss ich sagen. Die fand ich wirklich sehr, sehr geil. Ich zeige jetzt einfach mal den Song, der mich am meisten gecatcht hat, den ich halt richtig gut finde, und zwar Entsage allem Leben. Wie gesagt, ich lasse das hier so, weil, wie gesagt, das Artwork halt leider ein bisschen, schwierig ist. Deswegen gehen wir rein. Let's go. Das ist, was ich halt einfach so direkt geliebt habe, ist, wie halt dieser Song direkt startet. Mit so einem sehr, 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 sehr schönen Riff, sehr, sehr schöne Melodie. Und ich mag den Sound, weil der Sound ist irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen raw, aber halt nicht zu sehr. Und auf der anderen Seite ist er halt auch so sehr moderner, aber halt auch nicht zu viel. So, versteht ihr, wie ich das meine? So, und das finde ich halt alleine schon direkt so, boah, wow. Dieser Hardscream. Wunderschön. Komm auf, wie schön langgezogen der ist. Es ist so gut. Weil das Schöne ist einfach wirklich so, diese Riffs, die sind halt richtig geil. Die sind irgendwie auch so sehr melodisch, sehr schön harmonisch. Und die Vocals, die gefallen mir so. Die sind so richtig schön high, so high screechy. Das finde ich halt wirklich super, super schön. Und ich finde auch irgendwie, dass die Lautstärke von allen Instrumenten inklusive Stimme halt irgendwie sehr passen. So, das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme, so eine Balance zwischen allen, sag ich mal, Instrumenten und Vocals. Und das finde ich halt so gut. Hier dieses mit dem Becken gespielt, so. Das ist so gut. Schöne Akkorde. Und dann dieses Anfangsbild wieder. Dann auch nochmal so schön, nochmal richtige Blasbeats reinknallen. Ah, oh, es ist so schön. Aber wirklich dieses Riff, ne? Das war wirklich so,
es hat sofort angefangen. Ich nehme so, perfekt, direkt auf Spotify gespeichert, werde ich mir alles anhören müssen. Wie dieser Switch, ne, mit einem anderen Riff und so. Sehr gut. Jetzt wieder dieses Ungespiele mit dem Becken. Ich mag die Vocals wirklich sehr. Die haben einen sehr, sehr starken Vibe. Das ist auch schön, ne? So sage ich sehr oft bei Black Metal. Man muss auch so diese ruhigen Parts haben, ne? Und dann auch wirklich so diese gesprochene Stimme einfach. Das macht dann einfach nochmal so eine richtig so bedrückende Atmosphäre, ne? Die Gitarre, die ist die, oder so, ne? Boah, sehr schön. Wie kann man so eine gute Musik schreiben, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn einfach. Schön, jetzt nur die Drums. Der Bass dazu. Jetzt kommen die Vocals rein. Stark am Ende. Das klingt schon sehr, sehr gut. Das klingt schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, also, ne, wie gesagt, ich habe die Band halt nicht gekannt. Ich habe die Artworks gesehen. Ich finde sowas, ne, wenn ich halt wirklich also an Black Metal denke, finde ich die Artworks nicht schön, aber halt wirklich sehr interessant so. Kann man vielleicht irgendwo einfach verstehen, so, ne? Aber ich meine, guckt euch einfach die Artworks an, so, aber Triggerwarnung, da sind halt einfach, ja, Sachen drauf, die halt wirklich jemanden triggern könnten, aber wirklich so musikalisch, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, ne, ich habe mir das angehört, so das erste Riff, ich denke mir so, let's go, wichtig, genau das habe ich gebraucht. Finde ich einfach wirklich eine sehr, sehr starke Band, sehr, sehr schöne, ne, sehr, sehr schöne Riffs, irgendwie sehr geiler Sound, so, sowohl raw als auch so recht frisch irgendwo.
Und es hat alles hat einfach perfekt gepasst, ne? Das klingt einfach richtig, richtig gut. Schön, so sehr, sehr geil. Also, ne, das Album heißt Totenkunst, ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Album. Ich habe das heute tatsächlich noch gehört. Das kann ich wirklich jedem, der so eine Musik hört, wirklich nur ans Herz legen, weil das wirklich ein Album ist, was halt von vorne bis hinten einfach top ist.